Guten Morgen und herzlich willkommen zur neuen Folge von Minecraft. Der Mike ist auch mit am Start. Hallo. Und ja, ich bin immer noch hier in der Höhle und finde gerade Eisen. Was ich definitiv noch mitnehmen kann. Ja, da unten ist der Platz. Perfekt, das deckt noch. In der Hoffnung, noch ein paar Diamanten zu finden, buddel ich hier noch ein bisschen weiter. Es ist blöd, ich habe keine Schaufel einstecken. Wisst ihr was? Dann buddeln wir einfach hier zurück. Ja, das ist jetzt ein bisschen heiß da. Da ist Lava. Dann machen wir es hier drüben. Das sieht auch schon gesünder aus. Da ist keine Lava. So, schön zwei Platz lassen. Weil wir stoßen ja vorne eh wieder auf unseren Weg drauf. Kriegen hier noch ein bisschen Diorit. Was will man denn mehr? Was will man denn mehr? Ich meine Diorit, ja. Besser geht's doch gar nicht. Haben wir noch Platz für Kohle? Nein, haben wir nicht. Und das Feuerzeug könnten wir rausschmeißen, das können wir schnell wieder machen. Machen wir, komm, raus damit. Kurz hier. Den Kabel raus, damit die Kohle auch eingesammelt wird. Und der Mike baut, glaube ich, noch gerade am Pferdestall, wenn ich es richtig im Kopf habe. Nee, der ist schon fertig. Oh, schon fertig, ja. Mike baut einfach schnell. Alles weggebaut. Ja. So, die Spitzhacke ist auch gleich im Arsch. Dann gibt's die nächste. Blub, 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 blub. Blubliblub, blub. Ey, Lichter. War das gerade meine letzte Fackel, die ich hier hingestellt habe? Das ist jetzt auch wieder blöd. Jetzt raus, die Fackel nehmen wir natürlich, so. Und ich glaube, ich habe auch keine Sticks oder irgendwas einstecken, dass ich neues Licht machen könnte. Nee, habe ich nicht. Also Kohle natürlich habe ich dabei, habe ich ein bisschen was gefunden, ne? Aber keine Sticks. Keine Sticks. Ich bin sticklos sozusagen. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Und mit etwas Glück können wir hier weit genug buddeln und sehen ein bisschen noch was, um dann durchzukommen bis zu unserem Weg, der wieder hell erleuchtet ist, aber ich bezweifle es irgendwie. Und wir können einfach mal hier... Was können wir machen? Wir schlagen einfach ab und zu ein Loch rechts in die Wand, da haben wir ein bisschen Licht. Hier. Trick 17. Immer wieder gut. Löcher in der Wand. So. Haha. Aber ich glaube nicht, dass hier noch Diamanten sind. Also ich meine Diamanten. Ja, die findet man ja nicht einfach so die ganze Zeit. Ist ja schon mal was man nicht immer so findet, ja. Ich habe 6 Diamanten. Sehr gut. Ich habe 5. Du suchst auch gerade Diamanten, oder was? Nee. Achso, generell hast du noch. Ich hab noch Diamanten. Oh ja, der Mike, der bunkert seine Diamanten. Hat ein bisschen Blink-Blink zu Hause liegen, ich sag's euch. Ja. In seinem kleinen Tresor. Das wäre ja auch cool, wenn es sowas geben würde. Das wäre echt cool. Oh, die Lava, ey, die sieht auch echt cool aus. Die leuchtet halt ultra stark einfach. Ja. Oh, jetzt noch ein bisschen Kohle. Kohle, die ich mir hole. So, jetzt müssten wir eigentlich gleich mal wieder auf unserem Weg sein. Otter. Ja, oder auch nicht, ne? Oh. Dabei habe ich auch noch Redstone gefunden. Das ist immer gut. Wenn man vom Teufel spricht. Level 7. Oh. Nope, nope. So, das wollte ich machen. Glitzer, Glitzer, Redstone Staub. Ich muss mal wieder meine Werkzeuge reparieren, die sind. Ja. Ja, so gut. Da muss er aufpassen. Die sind alle im orangenen Bereich. Ja, das ist nicht gut. Moment, das Cobblestone, ich habe, ich dachte, das wäre hier Diorit. Schwache Leistung.
Hallo, Mr. Creeper. Oh, shit. Explosion geplockt. Ja, nein, so Gott. So, bin ich hierher gekommen? Nein, das sieht etwas zu dunkel aus, als dass ich hierher gekommen bin. Ja. Oh, Zombie, geh weg. Geh weg, Hund. Gut, ja, gehen wir mal wieder woanders hin, wo wir hoch können. Oh, hier ist ein Eisen. Nehme ich. Sieht einfach aus wie Wasser, aber es ist ein Schatten. Nehme ich. Der Creeper hat einfach Eisen freigesprengt. Guter Mann. Bester Creeper, EU-West. So. Gut, aber ich wollte hier wieder rausgehen. Oh, da ist ein Eisen. Also. Eigentlich wollten wir hier rausgehen, ne? Aber hier war jetzt ein Eisen. Da ist noch ein Eisen, das nehmen wir auch mit. Da ist noch ein bisschen mehr Eisen. Mike, hier ist voll viel Eisen. Ja? Ja. Das kann ich nicht einfach hier lassen. Da ist noch mehr Eisen. Jetzt sehe ich nichts mehr. Ich glaube, da ist kein Eisen mehr. Ich finde die ganze Zeit nur Kohle. Oh, Zombie-Freunde. Hallo, Zombie-Freunde. Ja, sterbt. Ja, brennt. Weg mit euch. Oh, da kommt noch ein Creeper-Freund. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ja. Oh, der Zombie hat einfach mal einen Eisenblock fallen lassen, nehme ich. Oh Gott, Alter. Springt neben mir einfach ein Skelett runter. Das ist gruselig. Ich habe auch Eisen gefunden. Hallo Creeper. Ach ja. Hallo Zombie. Komm ich hier raus? Kann das sein, dass ich das hier vorhin zum Einsturz gebracht habe? Yep, das war ich. Dann geht's hier raus. Geht der Ausgang? Nein, hier ist das Ende der Höhle. Eisen. Damn. Ich will doch nur hier rauskommen. Bitte lass mich raus. Lilly, nicht zu heftig schlabbern, ja? Machen wir nicht. Da können wir vielleicht raus. Und hier ist noch ein Eisen. Das nehmen wir natürlich mit. Das sieht doch aus wie ein Weg. Das sieht gut aus. Ja, ja, ja. Hier geht's hoch. Das habe ich direkt erkannt. Wir müssten eigentlich den letzten Stack Diorit noch voll machen. Das sind jetzt 35, wir brauchen 64, das heißt, die sind 29. 29 Stück brauchen wir noch. Die können wir wohl nicht aussammeln, weil wir keinen Platz im Inventar haben. Toll. So. Umsortieren. 13, 19, 23, 24. So lobe ich mir das. 29 Stück. Aus 29 kann ich allerdings keine Blöcke machen, weil die sich ja nicht durch 3 teilen. Durch 4 teilen. Machen wir 32. Damit können wir arbeiten. So, Stack ist voll. Dann schmeißen wir den Kies noch raus und bauen Kohle ab. Ich sagte, wir schmeißen den Kies raus und den Cobblestone und... Oh, polierter Diorit, wo kommt der her? Oh nicht, ich will Kohle. Könntest du die Kohle einsammeln, die ich hier abgebaut habe, Spiel? Ich hab Lapis gefunden. Oh, ich habe einen Stack, der noch nicht voll ist. Ja, das ist doch gut. Eine schöne Verzauberung machen. Bisschen Magie wirken lassen. Ja. Einzige, was ich noch nicht gefunden habe, ist... Diamanten. Ja.
Damn, jetzt muss ich wirklich die Höhle verlassen. Meine letzte Spitzhacke ist kaputt. Nein. Und ich habe kein Holz einstecken. Sprich, ich kann nichts mehr abbauen, ob ich will oder nicht. Hier wäre noch viel Dings gewesen. Diorit. Kohle. Scheiße, hier ist gar kein Ausgang. Damn, und ich kann mich nicht mal einfach rausbuddeln. Schade. Da ist ein Creeper, da möchte ich jetzt nicht hingehen. Wo geht's hier raus? Hier bin ich im Kreis gelaufen. Okay. Oh, das sind zwei Creeper. Hi. Hi. Komm ich hier raus? Hier geht's hoch. Ja. Mhm. Finde ich gut. Hier sind Fackeln. Ja. Wir kommen der Sache näher. Hier ist Wasser. Mehr aber raus geht's hier auch nicht. Ah, letztens erst im Wald verirrt, jetzt in der Höhle verirrt. Aber hier geht's raus. Ja, das sieht gut aus. Mhm, da sehe ich mich. Ich rieche schon die frische Luft förmlich. Freiheit, ich komme! Und ich sehe Tageslicht. Wuhu! Auf den Schreck erstmal ein Steak. Und ab ins Wasser. Platsch! Und gib ihm. Ach ja, und so schwamm ich zurück. An Land. Weg von diesen Inseln, wo ich so viel Zeit verbracht hatte. Was ist das da? Das ist ein Zombie. Ein Unterwasser-Zombie. Blub, blub, blub. Glückchen Kaffee. So, vor allem habe ich jetzt ein bisschen Diorit, das heißt, ich kann ein bisschen weiter bauen. Da hinten leuchtet's. Wohnen wir da? Ja, da ist der Bambus. Den Bambus sieht man ein bisschen. Das ist ganz praktisch. Doin, doin. Hüpf. Hallo Zombies. Oh, hier ist so ein kleines Loch in meinem Weg. Ja, wo kommt denn das her? Und wollen wir dann gleich eine Runde schlafen gehen? Ja, können wir. Mal kurz hier diese Zombies vor meiner Haustür beseitigen. Ich muss aber auch erstmal hochkommen. Ja, und diese Spinne. Die muss auch weg. So. Können wir direkt mal schon mal hier. Das kommt da rein. Nee, das kommt nicht rein. So. Kannst du ja schon mal den Stall angucken. Ja, da habe ich gerade ein bisschen Schiss, wenn ich das nachts mache, dass da ein Creeper mitkommt. Und sich das auch mal kurz anguckt. Und ja, du weißt, wie das endet. Nicht positiv. Weil die wollen immer anfassen, die gucken nicht nur mit den Augen. So. Kriege ich denn für Level 18 was Gutes? Wahrscheinlich nicht. Okay. Ich brauche Level 30, da kriege ich aktuell Haltbarkeit 3. Das wäre nicht schlecht, wenn ich die beiden dann kombiniere, habe ich Haltbarkeit und Effizienz 3.
Was heißt, wir müssen früher oder später mal wieder Level farmen. So, da ist ein bisschen Eisen. Kohle und Redstone bringen wir mal runter. Blub. Kommt da überhaupt was an? Oh, da ist dann drin, der ist ganz blockiert. Das ist natürlich unpraktisch. So. Da ist auch noch Diorit. Den nehme ich natürlich mit. Den Diorit. Den Diorit, den nehme ich mit. Dip, dip, di, di, di. Plupp. Ja, in meinen wunderschönen Lagerkeller hier. Oh. Da ist ein bisschen was an Kohle und Redstone, kann man so sagen. Das kann man so sagen, ja, so ist das. So, Spinne, beiseite. Au, tu das nicht. So, wer will noch aufs Maul? Skelett? Gar kein Problem. Gut, ein halbes Problem, weil da auch noch so ein paar Creeper stehen. Egal. Oh, Mike liegt schon im Bett. Da muss ich doch auch ins Bett. Dann gehe ich mal ins Bett. Ab ins Bett. Du kannst jetzt nicht glauben, es sind Monster in der Nähe. Ja, Monster. Hab ich genau gesehen, ja. Zombie. Stirb. Stirb. So. So. Gedacht. Warum habe ich eigentlich Bilderrahmen an der Tür hängen? Das verstehe ich nicht. Keine Ahnung, okay. Mike hat keine Ahnung. Kann sich das überhaupt nicht erklären. Das hätte mich jetzt auch irgendwie gewundert. Also wenn Mike gewusst hätte, warum die da sind. Das wäre alles sehr mysteriös gewesen. So, habe ich hier irgendwo Wolle? Nein, aber eine Schere. Gut. Ja, das möchte ich. Ab zum Stall. Dun, 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 dun. Mike, hinter dir ist eine Riesenspinne, eine Riesenspinne! Sie ist manns hoch. So, jetzt nicht mehr. Ja, nice, Oscar. Oder Oscar. Zeigt mir nur seinen Arsch. Bob the Blob im Galopp. Sehr schön. Ja, cool. Also gerade auch. Hey! Legt er mich einfach. Jo, bisschen lüften. Kann das Pferd auch rausgucken. Jo. Hallo. Hallo, Blob. Bob. Hey, der muss rausgucken. Der muss atmen. Der muss atmen können. Gib dem Jungen frische Luft. Bob, guck raus. Guck raus, solange du kannst. Da, 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 da. Hey. Oh. Haha. Hi. Ja, cool. Finde ich cool. Finde ich cool. Man, Bewegung haben die jetzt nicht so viel, ja. Was ist hier? Auch solange sie die Playstation und hier den Flatscreen haben, haben wir ja drüber geredet, gilt es ja als artgerechte Haltung, daher ist das ja in Ordnung. Ja, das ist ja. So. Schnipp, schnapp. Ja, ich brauche mal so ein bisschen Wolle. Komm mit ran, komm mit ran. So, ja, gute Wolle, ja. Guter Stoff. So, kurz ein Steak reinschieben zwischen die Kiemen. Du. Soll ich einen Stick einstecken? Ja, ich hab mal ausnahmsweise einen Stick einstecken. Ja, nice. Und
Sowas, oder? Ja, Banner. Weißes Banner, perfekt. Weil ich wollte mal gucken, ob wir nicht ein Herz oder so machen können hier als Format. So, schönes Paketlogo. Wo ist mein Banner? Da ist mein Banner. Ich brauche einen Farbstoff. Da war was. Gib mir einen Farbstoff. Einen Farbstoff. Nehmen wir mal rot. Eigentlich brauchen wir natürlich orange. Haben wir aber gerade nicht am Stissel. So, das bräuchten wir einmal andersrum. Nur halt unten. Ich glaube, ein Herz kriegen wir tatsächlich nicht hin. Nö. Nö. Kriegen wir einfach nicht hin. Ich meine, wir könnten das und das überlappen. Ne? Ich wüsste nicht, wie wir es hinkriegen sollen. Das, dann bräuchte ich mir irgendwas Halbes, was hier so hoch geht nochmal. Sieht halt schon cool aus, aber hey. Jo. Hier ist die japanische Flagge. Ja, läuft, ne? Oh ne, das sind nicht die Dinge, die wir machen wollen. Ich würde ein Herz machen wollen und das Herz geht nicht. Herzloses Spiel, dieses Minecraft. Boah, herzlos wie ich bin, beende ich jetzt auch die Folge. Dementsprechend dir vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da, gerne auch ein Abo. Fragen, Wünsche, Anregungen wie immer in die Kommentare. Und morgen um 13 Uhr geht es weiter mit der nächsten Folge. Dir bis dahin eine wunderbare Zeit. Bleib gesund, hau rein und bye bye. Tschüss.